Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Wir für Sie Adventskalender von der Parfümerie Rute. Den zeige ich euch eigentlich jedes Jahr. Das ist so ein Parfümerie-Adventskalender. Der ist so im mittleren Preisbereich. Der kostet 65,95. Den packen wir jetzt gemeinsam mal aus. Gucken rein, ob der sich dieses Jahr lohnt. Und falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas man. Ich aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr sogar neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Und ihr dürft auch gerne kostenfrei diesen Kanal hier abonnieren. Ja, der Parfümerie Rute Adventskalender, das ist der Wir für Sie. Den gibt es bei verschiedenen Parfümerien. Bei Parfümerie Rute habe ich den jetzt für 65,95. Und ich habe einen Rabattcode für euch bekommen. Da könnt ihr 5 Euro auf den Kalender sparen. Das blende ich euch mal ein, die 5 Euro, den Rabattcode. Den könnt ihr sehr gerne nutzen. Und jetzt rechne ich euch gerade mal aus mit dem Preis, was der regulär kostet, was das pro Türchen wären. Da wären wir bei 2,75 Euro pro Türchen, wenn ich den Preis, den vollen Preis nehme, ja? So, und jetzt würde ich auch sagen, starten wir sofort. Ich bin gespannt. Das ist ein wiederverwendbarer Adventskalender, was ich sehr gut finde. Den kann man dann wieder schön befüllen. Und das Design sieht dieses Jahr auch richtig schön aus. Also das gefällt mir dieses Jahr besser als letztes Jahr. Ja, wir haben hier verschiedene hochpreisige Marken vertreten, Versace, Biotherm, Marlies Möller und so weiter. Wir fangen mit Shiseido an, das steht hier nämlich einmal drauf. Hier haben wir die Vital Perfection Concentrated Supreme Cream drin. 15 Milliliter sind das. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Produkt. Shiseido ist ja nicht günstig und ja, von daher ist das gut. Türchen Nummer 2. Das ist aber, glaube ich, ein Sample Not For Sale. So, in der 2 haben wir Biotherm Pure drin. Das ist ein, genau, eine Dusche ist das mit so Kiwi und grünen Tee-Akkorden. Das sind 50 Milliliter. Das ist perfekt für die Schwimmbadtasche. Das nehme ich mit ins Schwimmbad. So, dann kommen wir zu Türchen Nummer 3. Hier steht Valentino drauf. Hier haben wir bestimmt einen kleinen Valentino-Duft drin. Ich feiere immer so darauf ab, wenn hier kleine Miniaturen drin sind. Ich liebe das. Ja, und hier haben wir den Valentino Donner drin. 6 Milliliter, eine Miniatur. Und die geht dann auch an euch, weil die habe ich schon auf meinem Regal stehen und ja, die könnt ihr dann irgendwo mal in einem Adventskalender oder Verlosung oder so gewinnen. Das finde ich immer süß. Ich liebe das mit diesen Miniaturen. Und tatsächlich ist das auch ein sehr schöner Duft, finde ich. Hier hat Lancôme draufstehen und hier ist drin, die Hypnose. Ist das die Hypnose oder die Trauma? Ne, die normale Hypnose-Mascara. Ich finde die Lancôme-Mascaren richtig gut. Ich habe diese Trauma hier stehen und die ist mega. Und das hier sind 2 Milliliter. Türchen Nummer 5. Das ist halt so ein typischer Parfümerie-Adventskalender, würde ich sagen. Hier haben wir drin, neu, das ist neu anscheinend, Hyaluron-Acid-Ceramide-Ampullen von Elisabeth Arden. Also das sind anscheinend neue, ich weiß nicht, also da steht neu überall drauf. Ich habe die, glaube ich, auch so noch nicht gesehen, das sind 7 Stück. Übrigens war hier auf dem Kalender noch so ein Aufkleber drauf. Beauty-Überraschungen im Wert von über 250 Euro auf Basis der UVP. Ne? Also so hat er auch eigentlich im Dreh immer den Wert, wenn man das ausrechnen würde. So, Türchen Nummer 6 der Nikolaus. Mal gucken, was die hier reingepackt haben. Hier, oh, 2 Produkte. Hier ist 2-mal Bodylotion, parfümierte Bodylotion drin von Jill Sander, dieses Sunset. 2-mal 30 Milliliter. Das finde ich auch gut, dass sie 2 Produkte reinpacken. Und da kann man eins vielleicht verschenken. Ist nicht so mein Duft. Ich werde die alle an euch weitergeben. Dieser Sunset ist nicht so mein. Ich hätte mir in der 6 allerdings eine Miniatur gewünscht. Das wäre mega gewesen. So, die Nummer 7. Art Deco. Da haben wir bestimmt einen Nagellack drin, vermute ich mal. Ja, da haben wir den Classic roten Nagellack drin. Lady in Red. 670, so richtig weihnachtlich. Das ist schon ein sehr schönes Rot. Also ich finde Art Deco Lacke eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Ist halt so der Klassiker. Ist jetzt nichts Überraschendes. So, jetzt haben wir Türchen Nummer 8. Hier im, oh, das ist neu. Hier ist die NCEF Night Mask drin von
Filorga, Paris, das ist bestimmt, das ist eine maximal multikorrigierende Nachtmaske. Das ist ja spannend, das sind 15 Milliliter, das ist, hatte ich noch nie, das Produkt. Auch gut, ne? Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir hier drin Easy Miyake, oh, eine Dusche von Easy Miyake, das sind 50 Milliliter Le Sel de Easy. Das, ich kenne dieses, also diese Duftrichtung jetzt hier nicht, aber ich finde es schön, dass es in der Originalverpackung ist. Das kann man mal schön dann auch an jemanden verschenken oder so. Also das finde ich gut. 10 hat Sensite draufstehen. Das ist ja auch eine hochpreisige Marke. Hier haben wir die Advanced Day Cream drin. Okay, mit Lichtschutzfaktor 30. Die hatte ich, glaube ich, auch noch nirgendwo drin. Die diese Maske hatten wir mal, dieses Konzentrat. Aber diese Tagescreme hier von Sensite, die hatte ich noch nie. Hier ist sogar so eine Beschreibung mit dabei. Das ist ganz süß gemacht. Das sind halt alles hier auch ein Sample Not For Sale, was die hier reinpacken, ganz oft. Aber wir wissen ja schon, auch diese kleinen Tröpfchen, auf Deutsch gesagt, haben ihren Wert. Von daher, ja. So, Türchen Nummer 11. Ich mag diesen Kalender halt auch sehr gern, muss ich sagen. Ich finde den immer schön. In der 11 haben wir, ich finde den halt auch nicht zu teuer. Wisst ihr, der ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der echt zu viel. So, hier haben wir 1 Mill. Ah, oh, das ist der ganz neue Paco Rabanne. Das ist nicht dieser, dieser Million Gold, ist das. Oh nein, ist das geilo. Da freue ich mich riesig drüber. Erstens habe ich den noch nicht gerochen. Das ist dieser ganz, ganz neue. Mega. Muss ich mir gerade mal was drauf machen und testen. Boah, der riecht gut. Ich glaube, der riecht sehr, sehr gut. Muss ich mal einen Moment einwirken lassen. Auf jeden Fall ist das der ganz neue Million oder, ja, Million Gold von Paco Rabanne. Cool. Die kommt in meine Sammlung. Das ist doch mal nice. Das ist doch mal richtig, richtig cool hier. So, kommen wir zu 12, der Halbzeit. Also der riecht richtig gut. Der ist so ein bisschen gourmandig süßlich, finde ich jetzt. Genau mein Ding. Ihr könnt den Kalender übrigens, der ist hinten, hat er so einen Ständer. Deshalb steht der hier so gerade. Muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Hier haben wir Molten Brown drin. Und zwar das Fury Pink Pepper. Oh, das riecht gut. Das habe ich mal im Hotel in Hamburg. Ja, das hatte ich als Seife für die Hände auf meinem Zimmer und das war richtig gut gewesen. Das sind 30 Milliliter, auch sehr schön. Also dieser Paco Rabanne, ich glaube, der gefällt mir. So, jetzt kommen wir auch schon zur 13. Ich finde es toll, dass die auch mal was Neues mit hier reinpacken. In der 13 haben wir von Ahava was drin. Das ist die Time to Hydrate Essential Day Moisturizer Cream, 15 Milliliter. Oh, dieser Paco Rabanne. Der ist auf jeden Fall mal ein Riecher wert, Leute, wenn ihr den mal irgendwo seht. Schnuppert mal dran, wenn ihr auf so süßliche Düfte steht. So, die 14. Ist wieder was Schwereres, wahrscheinlich Bodylotion, Duschgel etc. Laura Biagiotti. Oh, das ist auch ein Klassiker, die Bodylotion. 50 Milliliter. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Duft riecht. Leider nicht riechen. Ich glaube, das ist so ein richtig schöner, frisch gewaschener Duft, so ein bisschen. Dann kommen wir auch schon zur 15. Also den könnte ich jetzt noch ein paar Stunden auspacken. Der ist wirklich interessant. So, die 15 hat drin Marlies Möller. Das ist wahrscheinlich wieder die Handcreme. Nee, das ist das Micellen Pre-Shampoo Deep Cleansing. Oh, das ist schön. Ein tiefenreinigendes Micellen-Pre-Shampoo. 30 Milliliter. Also das ist sehr gut. Das stelle ich mir auch direkt mal ins Bad, weil ab und zu muss man mal so eine Reinigung machen vom Haar. Und hier benutzt man erst das Shampoo und dann das gewohnte Shampoo. Und das werde ich mal verwenden. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn ihr viel Styling-Produkte benutzt habt oder so. Dann kann man das immer mal machen zwischendurch. 16. Aber das hier teste ich gerne mal aus. Hier haben wir natürlich von Herzen was drin. Das ist aber süß. Charlotte, ach nee, wie süß ist das denn gemacht? Charlotte Manson ist hier drin. Und zwar Overnight Beauty Maske. Das ist eine kleine und das sind 8 Milliliter. Das ist aber total niedlich gemacht, dass die das nochmal hier, also Charlotte Manson, ich hatte ja auch den kompletten Kalender ausgepackt, da müsst ihr mal gucken, der war ganz, ganz süß gewesen und das finde ich auch schön. Ne? Also, dass das so nochmal extra eingepackt ist, ganz niedlich. Dann haben wir die 17, La Vie est Belle steht hier drauf. Bäume wecken, das ist ein Duschgel. Es ist das Duschgel, parfümiert 50 Milliliter. Das riecht immer gut. Also ich weiß, die Meinungen gehen da weit auseinander. Ich finde es aber nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr schöner Duft. Muss ich sagen, der gefällt mir richtig gut. So, die 18. Hier haben wir Prada drauf. Und zwar haben wir hier Paradox. Das ist die Moisturizing
parfümierte Bodylotion in 50 Milliliter. Parfümierte Bodylotion finde ich auch immer sehr schön, weil damit kann man auch so ein bisschen, wenn man jetzt den Duft benutzt und benutzt die Bodylotion zusammen mit dem Duft, dann hat man natürlich richtig schön eine lange Haltbarkeit, finde ich immer. Wenn man das dann auf die Bodylotion noch drauf sprüht, finde ich das immer ganz gut. So, die 19, den Prada Paradox habe ich auch zu Hause und mag den sehr. Hier ist drin Glam Power Ampulle, oh, von Hildegard Braukmann. 3 Ampullen sind das. Boostet die Sauerstoffversorgung der Haut und schenkt ihr einen zauberhaften, lebendigen Glow. Mit Sea-Glow und mineralreiche Algenextrakte. Oh, das hört sich gut an. Ich mag ja so Sachen, wo so Meeresmineralien und so Zeug drin sind. Interessant. 20. Ich möchte, dass dieser Kalender jetzt nicht aufhört. Das ist ganz cool. Annemarie Börlind, Natu Kollagen Boost Gesichtsfluid, 5 Milliliter. Ich glaube, das war recht teuer gewesen. Mit pflanzlichem Kollagen und weißer Lupine ist das angereichert. So, gucken wir jetzt mal nach der 21. Wo haben wir die 21? Azzaro steht hier drauf. Vielleicht ist hier noch ein Duft drin. Könnte ich mir vorstellen, ja. Das ist dieser The Most Wanted von Azzaro. Da weiß ich auch, wem ich den gebe. Das ist so ein Herrenduft, ne? Und also ich finde den schön. Für Herren finde ich den wirklich schön. Aber als Frau, also könnte man vielleicht auch als Unisex verwenden. Aber nee, ich blende euch da mal die Duftnoten ein. Ja, also ich finde es schön. Das ist ein 10 Milliliter, aber wie gesagt, das ist für Herren. 23 ist wieder ein großes Türchen. Hier ist was von Miro drin. Miro Femme. Parfümiertes Bade- und Duschgel. Kennt ihr noch diese Miro-Düfte? Riecht man hier was? Oh ja. Das riecht einfach so frisch gebadet. Also das ist ein ganz schöner, angenehmer Duft, finde ich. Ja, das werde ich zum Baden nehmen tatsächlich. Es geht weiter mit der 23. 23 hat dieses M. Beauté Eyebrow Color and Care Blonde. Was ist das denn? Ist das jetzt, also das ist normalerweise so ein, ist das jetzt eine Augenbrauenmascara mit Farbe? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh ja, die haben hier einfach ein blonde, blonde Augenbrauenmascara reingepackt. Aber das ist dieses, was, also wo so Wimpern- und Augenbrauenwachstumsmittel mit drin ist. Das passt mir ja gar nicht. Das finde ich, also das Produkt finde ich blöd. Bei mir passt es nicht. Ich hätte es ansonsten vielleicht mal verwendet. Also M2 Beauté, die haben keine Hormone oder so drin. Das finde ich ganz gut. Das ist halt, da pflegt man seine Augenbrauen gleichzeitig und die werden eingefärbt, ne? Und in Form gebracht. Ja, 2 Milliliter. Das gebe ich meinem Freund, seiner Mama. Das kann die gerne verwenden. Die hat nämlich, glaube ich, recht helle Augenbrauen. Dann haben wir Türchen 24 nur noch. Was haben wir hier drin? Versace. Versace ist hier. Was wollen wir hier haben? Eine Bodylotion nochmal? Oh nein! 2 Miniaturen sind hier drin. Einmal Versace Bright Crystal. Der ist langweilig, den hatte ich schon 100 Mal. Dann ist der Versace Eros Energy hier mit drin. Also einmal für Männlein, einmal für Weiblein, je 5 Milliliter. Das ist aber süß. Nee, das finde ich schön, dass sie 2 reingepackt haben. Das ist wirklich schön und ich meine, auch wenn man den schon hat, es gibt auch Leute, die haben den nicht. Ich habe den schon und da freut man sich mit Sicherheit drüber. Den für Männer, wie gesagt, den kenne ich noch nicht, den habe ich noch nie gehabt. Ach, das ist aber süß. Das ist dieser hier, dieser kleine. Der ist wirklich niedlich, ne, für Männer. Und dann halt den anderen für Frauen. Also ich finde es schön, weil ich verschenke die ja sowieso dann weiter, wenn ich die schon habe. Und 2 gehen auf jeden Fall voll klar. Ihr Lieben, das war der Wir für Sie Parfümerie Adventskalender 2024. Was sagt ihr denn zum Inhalt? Wie findet ihr den Kalender? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich finde ihn besser als letztes Jahr. Hier sind auch mal ein paar neue Sachen mit dazugekommen. Nicht immer so das Gleiche. Es ist ja oft, dass sich das so auch oft wiederholt und so. Aber ich finde, wir haben hier eine sehr schöne Mischung. Und was mich vor allen Dingen freut, dass wir hier Miniaturen drin haben. Wir haben hier 4 Miniaturen drin, was ich sehr, sehr schön finde. Ansonsten noch parfümiertes Duschgel, Bodylotion, ja, viel Duschgel halt, so Bodylotion und sowas. Eine Mascara ist drin,
Dann haben wir, nee, 5 Parfums haben wir sogar drin. Ich habe das für Männer nicht mitgerechnet. Also es ist schon schön, die 3 Ampullen. Das einzige Produkt, was mir hier nicht gefällt in dem Kalender, ist dieses Teil hier für blonde Augenbrauen. Also das ist wirklich, ne, das kann nicht jeder benutzen. Das ist blöd, das Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten auch hier diese 9 Ampullen von Elisabeth Arden, ein roter Nagellack, eine. Also das ist wirklich eine schöne Mischung. Schreibt ihr mir gern, wie ihr den Kalender findet. Ich finde den auf jeden Fall cool. Mit meinem Code könnt ihr 5 Euro darauf sparen, wenn ihr wollt. Dann zahlt ihr 60 Euro dafür und dann habt ihr wirklich schöne Sachen. Ich, also am allermeisten, habt ihr auch mitbekommen, habe ich mich jetzt echt über diesen neuen Paco Rabanne gefreut. Der riecht fantastisch. Ich finde, der riecht ganz toll an mir. Also ich, was ich zumindest rieche, ich muss mal nachher Daniel fragen. Aber den finde ich fantastisch, dass der hier mit drin ist. Ganz süß, da freue ich mich mega. Der kommt gleich hier in meine Sammlung mit bei. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart zum Schauen. Ich verlinke ihn euch selbstverständlich unten in der Infobox und schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Schaut gerne auch noch bei der Claudi. Die Claudi packt ihn auch für euch aus. Und ich denke, die Claudi wird auch detailliert wieder, die ist ja so ein Zahlenmensch, ausrechnen, was das einzelne wert ist, ne? Also falls euch das irgendwie interessiert. Genau, für mich ist immer wichtig, dass die Sachen für euch brauchbar sind oder dass ihr sagt, okay, ich kann hier von, was weiß ich, 20 Produkte gebrauchen, 4 nicht, und dann ist der Kalender vielleicht gut für euch. Also das müsst ihr immer wissen, ob die Produkte nützlich sind, so ungefähr. So gucke ich nämlich immer, kann ich das und das und das gebrauchen, ist das was für mich? Und dann ist der Kalender auch sowas, ne? Genau, ist nicht immer vom Wert abhängig. Jetzt würde ich mich verabschieden, denn ich habe hier noch 6 weitere Adventskalender stehen, die ich nicht mehr heute alle drehe, aber ich wollte so 1-2 Stück heute noch drehen, damit ihr noch was zu gucken habt. Und ja, lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hey, by the fire.